Dr. Faulichstein. Ach, kann mir mal jemand die Gemüsebox geben? Die Möhren hier haben es nötig. Ja, ich bin schon dabei. Denn ich bin nämlich Sigikus, der stärkste Held der ganzen Welt. Yeah! Die Kiste stemmst du ganz sicher nicht. Nicht doch, nicht doch. Ich krieg das hin. Ist schon klar. Der stärkste Held der ganzen Welt. Seht ihr, seht ihr? Seht ihr, seht ihr? Aha, ich sehe da eher Spartacus. Hallo, Leute. Hallo, Spartacus. Ach, hallo, Spartacus. Stimmt was nicht, Superheld? Ach, meine ganze Hauruck-Power hat sich in Luft aufgelöst. Wie schaffst du das eigentlich, dass du immer so topfit bist? Ja, woher kriegst du deine Stärke? Na, guck mal genau hin. Power Snacks. Oh. Stefanie, Karotte. Dann lass es mal krachen, Spartacus. Wow! Jetzt du, kleiner Held. Mach ich doch. Das sieht ja leicht aus. Ihr werdet gleich Augen machen. So funktioniert's und man weiß nie, was passiert. Ganz genau. Verflixt, da braucht jemand dringend Hilfe. Ich muss sofort nachsehen. Na, wir sehen uns später. Gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Viel Glück. Hat der denn gar kein Rückgrat? Gas, Siggi. Eine bessere Möglichkeit kriegst du nicht. Du musst die Möhre essen, da gibt's nichts. Ja. Mach ich, riecht euch ab und zählt bis drei. Gut. Eins, zwei, drei. Und eine Sekunde. Wartet. Wie bitte? Tu das nicht. Hallo, Freddy. Dein Hallo will ich nicht. Ach nein? Spuck's aus. Was wollte Sporterdreck eigentlich vorhin hier? Er hat uns sein Geheimnis verraten, und zwar, wie man richtig stark wird. Ach, wirklich? Jawohl. Sein großes Geheimnis? Mhm. Und was ist das? Na, das hier. So ein blöder Kasten? Quatsch. Hier, eine Möhre oder auch Karotte. Und davon werde ich in Zukunft Zillionen, Quadrillionen, Billionen verdrücken. Und das macht mich so megamäßig stark, dass ich nie wieder stillsitzen muss. Davon werde ich wow, oberwow, mega wow, 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 wow. Die Vorstellung ist ja fürchterlich. Wieso? Wie jetzt? Das geht so aber gar nicht. Da drüben sind noch mehr. Das reicht mir schon. Na dann. Ja, ja, die heb ich mir auf. Ja, ja. Ach, ich muss dieses Gemüse wirkungsvoll vernichten. Oder eins, zwei, drei, bevor man sich's versieht, springt jeder wie verrückt im Karree. Wo wird das enden? Ach, es wird sich verbreiten wie eine gefährliche Seuche. Ach, eine Seuche. Ich müsste eine Seuche erfinden, eine künstliche Seuche, die die Gemüseesser davon abhält, ständig Gemüse zu essen. Möhren sind sowas von out. Und Kraftporze sind sowas von out. Und Rumgehopse auch. Tricksen, tarnen und täuschen. Nein. Aha, perfekt. Aha. Was? Man sagt, was aufwärts fliegt, kommt auf.
schon wächst es los. Kleines wird ganz groß. Was Gesundes, eine wahre Pracht ist was Gesundes. Was dich kräftig macht, hier wächst Gesundes. Meine Lollis haben Ausschlag. Und nicht nur die. Was? Guck dich mal im Spiegel an. Oh nein! Ist es wahr? Das sieht schlimm aus. Oh. Wir sollten einen Arzt rufen. Ach, braucht hier etwa jemand einen Arzt? Na nur, wer ist das denn? Dr. Faulichstein steht zur Verfügung. Husten! Entschuldigung. Und jetzt sag A. Sieht übel aus. Oh, schade. Köpfchen schütteln. Oh, habt ihr das auch gehört? Wirklich? Na, das macht mich aber mehr als stutzig. Schrecklich. Mir nach, Kinder. Ich wusste es. Wie schrecklich. Ein klarer Fall von Gemüsepocken, eindeutig. Die ekligste Seuche, die in unserer Welt vorkommt. Ja. Mein Computer hat auch Ausschlag. Ja. Das darf nicht wahr sein. Auf deinem Kopf sind auch welche. Meine Haare. Was sollen wir denn jetzt machen? Ganz einfach. Zuerst müssen wir den Konsum von Gemüse einstellen. Ja. Sekunde. Krank werden vom Gemüse essen, das gibt's überhaupt nicht. Die sind gesund, das sind Power-Snacks. Ja, genau. Ist etwa einer von euch Arzt? Nein. Oder Chirurg? Nein. Seid ihr Krankenschwestern? Nein. Schön, dann sprecht mir mal nach. Es wird kein Gemüse mehr gegessen. Es wird kein Gemüse mehr gegessen. Gut, sehr gut. Aber wie haben wir uns überhaupt damit angestellt? Genau. Sehr schlau nachgefragt. Um dem Problem auf den Grund zu gehen, ja? Schauen wir uns euer Gerenne und Gehüpfe an. Gerenne und Gehüpfe, das sieht nicht prima an. Ja, und nun denkt nach. Wer hüpft und rennt so viel? Ja. Mein Onkel wird immer ziemlich hektisch, wenn Santa ihn ruft. Ja, ja. Nein, ein anderes Beispiel. Flippidi-flippidi-flippidi-flipp. Oh, ich hab's, Freddy Faulich. Wenn der sich anschleicht, wird er auch hektisch. Stimmt. Redest du von dem gut aussehenden Kerl? Nein. Doch, kriminell gut, würde ich sogar sagen. Ja, ja, Trixi, die macht immer so wild rum, wenn sie anderen streng. Nein. Strengt euer Köpfchen an. Der Name der Person hat vorne ein S. Ein S. Groß oder klein? Groß. Siggi. Nein. Stefanie. Nein. Pixel. Nein. Und auf seinem Hemd hat er eine 10 stehen. Eine 10 auf dem Hemd? Kann nur einer sein. Und das ist Sportakus. Ja. Genau. Dieser Spottikus muss schnellstens weg. Sportakus verbreitet eine Krankheit? Aber er heißt Sportakus. Genau. Wie auch immer. Ja, husch, husch. Heißt das, wenn wir wieder gesund werden wollen, muss Sportakus uns verlassen? Du sagst es, Kleiner. Hiermit erkläre ich, dass Sportakus niemals nie wieder hier in Lazy Town auftauchen darf. Für wie lange darf er nicht da sein? Für immer! Immer. Was soll denn das werden? Keine Ahnung. Ach, tut mir wirklich leid. Alle mal herhören. Kommt näher. Ruhe bitte, darf ich um Ruhe bitten? Wie ihr sicher alle gehört habt, sind bei uns leider die Gemüsepocken ausgebrochen. Es ist strengstens verboten, Gemüse anzufassen. Bei Zuwiderhandlungen werdet ihr leider sehr, sehr krank werden. Die Kinder werden krank? Sie sagen es. Oh, wie furchtbar. Das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden. Und damit wir die Gemüsepocken nicht bekommen, hat Dr. Faulichstein freundlicherweise ein paar Dinge für uns notiert, die wir auf jeden Fall vermeiden sollen. Bitte schön. Ah ja, danke sehr. Keine Ursache.
So eine lange Liste. Erstens, ab sofort kein Gemüse mehr essen. Zweitens, nicht draußen rumspringen oder hüpfen. Und dann noch drittens, Sportacus wird für immer aus Lazytown verbannt. Für immer! Das darf nicht wahr sein. Eine Katastrophe. Es tut mir so leid, Sportacus. Stimmt es, was er sagt? Du kommst nie wieder zu uns zurück? Wenn von oben entschieden wird, dass ich schlecht für Lazytown bin, folgen wir besser dem Bürgermeister. 51. Nur, kann ich wirklich vom Gemüseessen gefährlich krank werden? Das habe ich noch nie gehört. Was machen wir da? Das kriege ich noch raus. Jetzt kommt 147. Nicht tanzen. Ach, Herrjechen, Senta Senf, dazu wird das nicht gefallen. Zum Schluss 148. Hängt viel ab und esst viel Junkfood. Esst Junkfood? Und tut sonst gar nichts? Irgendetwas stimmt nicht in Lazytown. Papier. Okay. Siggi. Stephanie. Und Pixel. Oh nein, ich will nicht. Aber du musst Erdnussbutter, Schokolade, Marshmallows, Gummibärchen. Der Arzt hat's verordnet. Je mehr ich esse, desto schlechter wird mir. Ach Gottchen, hoffentlich werden deine Gemüsepocken nicht schlimmer. Los geht's. Zuerst Stephanie. Und raus mit dir. Meinhard, mach das Fenster auf. Das Fenster? Ach Gottchen, frische Luft ist mit das Schlechteste für dich. Dr. Faulichstein war sich da ganz sicher. Sehe ich da mehr Flecken? In der Tat, oh ja, du brauchst Pommes frites, heiß und fettig, mit Schokoladensauce. Und Himbeersirup und, ach richtig, Zuckerguss. Raus mit dir! Was war das denn? Krank zu sein ist mega toll. Ich darf Süßigkeiten essen, Pommes und Burger bis zum Abwinken. Hey, was sehe ich denn da? Hä? Die sind gar nicht echt. Ich bin gar nicht krank. Das ist Konfetti. Eine Nachricht von Sportacus. Sportacus braucht mich. Er muss jemand retten. Ganz eilig. Er braucht mich. Nichts wie hin. Oh, es wird nicht mehr rumgerannt. Und zwar, weil nicht die winzigste Möhre mehr in Lazytown unterwegs ist. Und die kriegen auch keine mehr. Es ist ja nicht so, dass Gemüse vom Himmel fällt. Vom Himmel fällt! Oh, Schreck! Sportacus und sein Luftschiff! Sein Vorrat an Gemüse ist leider unendlich! Ich muss irgendwie da hoch und ihn dort oben überfallen. Hoffentlich haben die Kinder meine Nachricht erhalten. Ich überprüfe das lieber gleich. Los geht's! Leiter! Dieser neugierige Gutes-Tuer. Sportacus! Siggi! Sportacus! Dieses dumme Rumgeschnüffele hört jetzt auch auf. Für immer! Ich habe deinen Hilferuf bekommen. Ah ja, ich sehe schon. Und wo sind die anderen Kinder? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, sie werden immer kranker. Gemüsepocken gibt es aber gar nicht. Mhm, das weiß ich auch. Aber von dem ganzen Junkfood werden sie wirklich krank. Junkfood? Warte hier. Was ist denn? Mein Luftschiff! Hey! So sieht das also aus. Ich bin im Luftschiff.
nicht unschön. Hallo! Hört sich voll leer an. Und das gesunde Zeug versteckt ihr vermutlich. Ah, das ging ja leicht. Was ist das für ein Ding? Siggi! Was ist? Ich brauche einen starken Arm! Ich hole den Bürgermeister, bin gleich wieder da! Nein! Wieso nicht? Den meine ich nicht! Ich meine dich, Siggi! Quatsch! Ich bin noch nicht stark! Natürlich bist du das! Du hast super viele Möhren gegessen! Weißt du, genau genommen habe ich sie gar nicht gegessen! Wirklich? Mhm. Ich hole lieber die anderen! Die helfen mir besser! Ja, tu das! Eine Weile halte ich noch durch! Und Spartacus braucht dich auch. Wir alle hier brauchen dich. Oh. Pixel, Pixel. Ach, herrje. Oh nein. Oh. Ja, hier. Ich muss an diese Möhren ran. Schade, zu hoch. Dann schmeiß ich's eben um. Leider nicht genug Kraft. So ein Pech. Moment, ich hab's. Haha, die habe ich ja ganz vergessen. Das ist gut, die muss ich essen, dann werde ich stark. Ich kann's nicht. Es muss aber sein. Für Spartacus und für alle in Lazytown. Okay, okay, okay. Und nun zähle ich bis drei. Eins. Ich kann's nicht. Zwei. Zweieinhalb? Oh Mann, oh Mann. Drei! Schmeckt gar nicht schlecht. Oh ja, die Gemüsetonne. Eins, zwei, drei! Was ist los? Hast du etwa ein Problem? Das Problem hat, glaube ich, ein anderer. Haltet die Leiter. Ich klettere hoch. Ist gut. Sei schön vorsichtig. Ja, sei vorsichtig, Spartacus. Wer kommt da? Oh, Spartacus. Freddy Faulig? Nein. Kannst du mir helfen? Seil. Seil mich an. Kannst du haben. Was wird denn das? Das Richtige. Oh, ich bin zu jung zum Absturz. Das ist nichts Schlimmes. Ja! Ist das unser Arzt? Das sieht irgendwie ganz so aus. Das ist der Dich. Freddy Faulig!
Ich glaube, ich bin ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. Dieser Freddy hat alles durcheinander gebracht. Ach, nicht mein Haus. Ich hab's gerade frisch gestrichen. Das geht ins Auge. Nein. Bitte nicht. Nein. Nein. Bravo, Spartacus! Heute mache ich Spartacus! Das war klasse! Ja, ich hab's geschafft, Spartacus! Ich hab's richtig doll geschafft! Ich hab die Mohrrübe gegessen und alles wurde gut! Klasse! Das hat mich nämlich stark gemacht! Megamäßig stark! Du magst Gemüse jetzt wirklich, da gehe ich jede Wette ein. Ja, nein, eigentlich nicht. Was? Wirklich nicht? Nein, ich liebe Gemüse.